Feiern wir wieder, Leute. Die Reise geht weiter. Jetzt via Piratenschiff. Über den Ozean sogar, ne? Sowas aber auch. Endlich ist es soweit. Den Hafen haben wir ganz gut überstanden. Tatsächlich war es nur ein Kurzbogen, der in dem letzten Haus gewesen wäre. Also im Prinzip das unnötigste Item so ziemlich. Gut, neben der Teufelsaxt vielleicht. Wobei man die eventuell einsetzen kann, um an Waffenerfahrung schneller zu kommen. Ist aber Geschmackssache. Ist schon eine sehr spezielle Situation dann, aber gut. Vages Schiff durchpflügt die See. Endlich zeigt sich eine vom Nebel umhüllte Insel am Horizont. Laut Lailas Informationen soll sich der Feind hier sammeln. Darin der Marquis von Laos, die Meuchelmörder der Black Fang, der mysteriöse Nergal und sein Spießgeselle Effide. Als die Insel immer näher rückt, vernimmt Hector die Worte des Todes im Flüstern des Windes. Na gut, okay. Also mal auf hoher See. Ausnahmsweise, aber Schiffsmissionen sind auch mal eine nette Abwechslung, wenn man sie nicht zu sehr spammt wie bei Echoes am Anfang, ne? So. Das war dann doch etwas zu viel des Guten, meiner Meinung nach, aber ist Geschmackssache, wie gesagt. Elliwood, wie? Wenn er nach Elliwood sucht, der spricht gerade mit dem Captain. Oh, dann will ich ihn nicht stören. Kann ich euch helfen? Ich möchte, dass ihr aufhört zu schmollen. Dieses Piratenschiff ist unsere einzige Möglichkeit, zur Insel des Grauens zu gelangen. Ich dachte, ihr hättet das verstanden. Hatte ich etwa Unrecht? Was ich fühle oder denke, kann für euch niemals von Belang sein. Elliwood erzählte mir von euren Eltern und den Banditen. Aber diese Piraten, sie scheinen keine üblen Kerle zu sein. Es ging nicht nur um meine Eltern. Ein gesamter Stamm. Die meisten von ihnen wurden ermordet. Sie vergifteten unser Trinkwasser. Ein Volk musste solche Schmerzen leiden, dass sie kaum stehen konnten. Dann griffen die Banditen an, sie warteten, bis wir schutzlos waren. Mein Vater setzte mich auf sein Pferd und so konnte ich entkommen. Nur ich alleine. Mein armer Vater, die Schmerzen müssen furchtbar gewesen sein. Er hob mich hoch mit zitternden Armen, mit seiner letzten Kraft. Versteht ihr jetzt? Ich wurde von einem anderen Stamm bewusstlos aufgefunden. Erst 10 Tage später kam ich wieder zu Bewusstsein. Als ich erwachte, was ich damals fühlte, die toten Körper meiner Leute waren bereits begraben. Ich hatte niemals die Chance, mich zu verabschieden. Letzte Erinnerung an meinen Vater. Ich sah ihn gebrochen, sterbend. Noch immer sehe ich die Äxte, wie sie auf mein Volk einschlugen. Es ist nicht... Autsch. Hey, was... Was macht ihr da? Ihr seid eine starke Frau, Lindus. Ich dachte, es würde euch nicht gefallen, wenn euch jemand weinen sieht. Ihr seid ein solcher Narr. Wenn es das ist, was ihr glaubt, dass ich es will, warum geht ihr da nicht einfach? Ich verlor meine Eltern. Ja. Jedoch war es eine Krankheit, die sie ihr Leben kostete. Nichts im Vergleich zu dem, was ihr erdulden musstet. Dennoch fühlte ich das Verlangen zu weinen, wie ein kleines Kind. Doch ich konnte nicht weinen, nicht vor den anderen. Und als ich dann alleine war, musste ich feststellen, dass ich noch immer nicht in der Lage dazu war. Daher dachte ich einfach, ach, ich weiß es nicht. Ihr seid wirklich ein Narr, so kann man nicht. Man kann nicht einfach... Interessant. Ein wirklich, wirklich interessantes Gespräch tatsächlich. Das ist ganz gut gewesen, mal wieder ein bisschen emotionaler. Ja. Ja, hoi, reibt ein kleines Boot längsseits an Backbord. Jemand befindet sich an Bord, gebt dem Captain Bescheid. Ein Boot, was geht hier vor? Lasst uns nachsehen. Oha. Ach ja, stimmt ja. Elliwood, du hast mit dem alten Fargus gesprochen? Du hast uns gesehen? Nein, ich hörte, du hättest dich mit ihm zurückgezogen. Konntest du etwas in Erfahrung bringen? Wir können ihm vertrauen. Wir hatten Glück, auf ihn zu stoßen. Oh, wenn du das sagst... Hey, ihr zwei, kommt her, sie haben das Boot hochgezogen. Ich frage mich, wer an Bord ist. Ist es ein Mädchen? Ach ja, natürlich. Hey, du da! Ich? Geh mir mal zur Hand, ja? Ich weiß nicht, wo ich sie anfassen darf. Gut. Was für ein Gentleman. Klappe halten. Ha? Ninian? Ninian, wach auf. Unglaublich, wie hoch mag die Wahrscheinlichkeit hierfür sein. Du kennst sie. Sie sieht aus wie damals, als Lindus und ich sie vor einem Jahr trafen.
Ich rettete Ninian vor einer Bande von Banditen. Bitte, Ninian, öffne deine Augen. Ja. Ninian, kannst du mich hören? Bist du in Ordnung? Warum warst du auf diesem Boot? Ninians Track finde ich übrigens auch sehr, sehr gut. Sicherlich einer der besten im Spiel, wie ich finde. Sollte es jemals ein Remake geben, ist das einer der Tracks, wo ich wohl am gespanntesten darauf warte, wie sie ihn umsetzen würden. Aber gut. Bist du in Ordnung? Warum warst du auf diesem Boot? Wo ist Nils? Warum ist er nicht bei dir? Ninian? Lindis, irgendwas stimmt mit dir nicht. Wer? Oha. Captain, Piratenschiffe nähern sich. Uns von Nordwesten. Hören Sie etwa, es wird wagen, Captain Farges und die Darkfrost anzugreifen. Die müssen verrückt sein. Welche Flagge haben Sie gehisst? Diese Farbe habe ich noch nie gesehen. Die Meere gehören uns. Wer Sie auch sein mögen, Sie befinden sich in unseren Gewässern. Dies scheint ein guter Tag für merkwürdige Ereignisse zu sein. Ihr Welpen, kümmert euch um euch selbst. Wir können keine Zeit auf euch verschwenden. Alles klar. Oha. Wasser! Wir haben ein Leck! Wir haben einen Wassereinbruch! Ein Leck, dieser Abschaum ist gefährlicher, als ich dachte. Das ist nicht gut, Captain. Wir brauchen alle Mann unter Deck oder wir werden sinken. Kümmert euch darum. Ich muss diesen Kümmerling ein paar Belüftungsschlitze verpassen. Wir brauchen Ihre Hilfe. Das Wasser steht schon bis zur Kombüse. Wir müssen nach unten kommen, Captain. Farges, überlass die Feinde uns. Mit dem Kampf sind wir vertraut, aber ein sinkendes Schiff, das verlangt eher nach euch. Ihr müsst etwas unternehmen, sonst werden wir alle ertrinken. Wir kümmern uns hier oben um die Angreifer. Bitte beeilt euch. Gut, das Deck gehört euch. Ich komme hoch, sobald wir das Leck im Rumpf gestopft haben. Vorwärts. So. Lin, bringt sie in dieses Zimmer. Das werde ich. Da kommen sie. Er schont das Mädchen, tötet alle anderen. So, sind sie also hinter ihr her. Kapitel 18, Überlebe. So, alright, ich habe die Vorbereitung diesmal so ein bisschen geskippt, zumindest mal. Das hat sich sonst immer so gezogen, teilweise 10 Minuten in dem Spiel. Muss schon sehr überlegen, was. Aber wie auch immer. Jedenfalls haben wir endlich eine Schiffsmission, Leute. Wir haben hier Soldam mit einem Leitstern, ja, und einem Luna. Das heißt, er negiert die gegnerische Resistenz und Crit Rate gibt es dazu auch noch oben drauf fleißig. Das ist lustig. Viel Spaß dabei. Das ist ein böser Zauber, aber nun gut. Viele Schamanen, viele Pegasus-Ritter, viele Schützen, viele Söldner. Das ist eigentlich auch schon ziemlich alles. Weil aber noch sehr interessant wäre tatsächlich dort oben die Elysias-Peitsche. Es gibt also eine dicke Ausbeute. Ich habe mich jetzt hier für diese Leute entschieden und hoffe, ich bereue es nicht so weit. Dafür brauchen wir zwingend, da es ja zwei sehr wichtige Items zu stehlen gibt. Brauchen wir natürlich unbedingt, das ist ganz klar. Ja, und ich denke mal, der Rest wird das schon einigermaßen gemanagt bekommen irgendwie. Die Werte schon mal ein bisschen durchgegangen. Ich denke mal, da machen wir nichts verkehrt so. Legen wir einfach los, oder? Warte mal. Was? Moment mal. Man kann Innenvorbereitungen einkaufen? WTF, ich wusste das bis heute nicht, dass das geht. Ernsthaft? Man muss die nur auswählen? Lol, was? Oh mein Gott, das wusste ich tatsächlich nicht, dass das geht. Lol. Ich bin da immer manuell reingegangen in Blazing Blade. Ich wusste nicht, dass man das einfach auf der Karte auswählen kann. Lol. Ich bin gerade baff, das ist tatsächlich neu für mich. Das ist erstaunlich. Weil in späteren Teilen gibt es da teilweise, dass du es direkt in der Basis mit drin hast und so. Tatsächlich. Und ja, das sind auch ganz besondere Läden so gesehen, dass du die da direkt auswählen kannst. Ja, ich meine, auf der Karte selber geht's dann auch nicht. Ich muss auch immer extra eine Einheit hinschicken, ne? Deswegen ist das jetzt irgendwie lustig. Haha. Ja, hier immer noch Wurfbeile und Langsprecher. Ich hab mir das nur vorhin noch nicht angeguckt, ne? Das ist ja allerhand. Ist auch ein an sich wichtiger Laden tatsächlich, wenn man sich vorher nicht entsprechend eingedeckt hat. Ja, wie auch immer. Jedenfalls, die Vorbereitungen sind getroffen. Legen wir los. Krass. Nee, ernsthaft, ich wusste das tatsächlich nicht. Also, lol. Chris, was ist los? Nein, mir geht es gut. Ich bin nicht seekrank. Vielen Dank für eure Sorge. Ahoi, könnt ihr das Deck halten, bis Verstärkung eingetroffen ist? Wer ich? Ich bin Shaker. Ah, ich bin da neu in der Crew auf der Darkfrost. Wie, Anna hat dir von mir erzählt? Oh, dann macht sie sich also Sorgen um mich. Da wird mein Herz mit Freude, ehrlich. Lass mich dir eine Information geben. Wir haben Händler an Bord. Kauf von ihnen, was immer du brauchst.
Das ist das Arsenal. Das ist der Laden. Nachdem wir die Insel des Grauens erreicht haben, besteht keine Möglichkeit mehr, eure Bestände aufzufüllen. Kauft so viel ein, wie ihr nur tragen könnt. Solange ihr die Chance dazu habt. Alright, okay. Alles klar. Das ist übrigens ein kleines Easter Egg, denn aus Shadow Dragon ist er bekannt, ne? Shake und Anna ist da so ein Paar an sich. Und ja, hier haben wir auch nochmal einen Shake. Ganz amüsant. Irgendwie. Ein Klassiker halt, ne? So. Wir können zwar durchaus hier und da auch ein bisschen ausrasten, aber wir müssen uns doch sehr zusammenreißen. Hier geht es doch böse zu, ja, teilweise. Ist nicht so schön. Und ich glaube, man kann auch da drüber gehen, über die Hände. Ja, genau, weil das ist an sich kein Feld, was besetzt. Also muss man aufpassen, weil die können hier von der Seite angreifen. Das kann einen leicht bei einer Defensivstrategie natürlich überrumpeln, das ist klar. Da müssen wir also sehr geschickt sein, ja. Muss keinen Fehler erlauben. Jetzt habe ich Elliewood eine Mine eingepackt, um da drüben sicher zu machen. Ich weiß aber gar nicht. Das Ding ist schon ziemlich fragil an sich, ne? Wenn wir jetzt hier später zumindest irgendwas Magisches abbekommen. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren möchte, ehrlich gesagt. Ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Jetzt testen wir sowieso erstmal, ob Hector hier durchkommt. Den kann ich, denke ich, problemlos reinstellen. Okay, hat er getroffen. Sehr gut. Alles klar. So weit, so gut. Ja, aber selbst wenn ich die Mine jetzt platziere, das kostet mich ja auch eine Runde dann. Ich denke, Elliewood und Hector können problemlos nebeneinander. Ich stelle die jetzt trotzdem mal dorthin. Das ist, denke ich, ein ganz gutes Kapitel, um die Mine mal einzusetzen, sinnvoll. Das auf jeden Fall. Ich würde das ganz gerne hier finishen mit dir. Das geht doch auch problemlos, ne? Jo, ohne Frage. Och, come on. Mist, das ist ganz, ganz schlecht tatsächlich. Oh, das gefällt mir nicht. Das heißt, es ist doch schon schön ein Waffendreiecksvorteil und so und hast es trotzdem versemmelt natürlich. Prickelnd wie immer. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass da halt nicht zu viel durchkommt. Und das schafft man auch nur mit Markus wirklich gut. Immerhin, ne? Ist direkt erledigt, die Sache hier. In 0, nichts, das ist doch ganz schön. Alright, aber jetzt muss er echt vorsichtig sein. Da drüben haben wir noch einen Pegasus-Ritter. 14 und 16, das ist, glaube ich, zu viel für dich, oder? Wobei, nee, 8 Damage. Und dann hier halt 10, ja. Das geht ja sogar. Wir haben auch nur Eisenlanzen dabei. Ich habe gesehen, vorhin in der Vorbereitung hier unten, die haben ja alle Stahllanzen, aber das darf einen nicht erschrecken. Das sind mit die langsamsten Gegner überhaupt, weil sie einfach übelst runtergezogen werden. Manche von denen haben einfach mal 0, ja. Manche haben 1 dadurch an Geschwindigkeit. Das sind wirklich die langsamsten Gegner. Fast jeder könnte sie doppeln. Das ist schon ein echtes Armutszeugnis, aber hey. Ja, Florina dürfte von mir aus losgehen, da habe ich kein Problem damit. Gut, solange du jetzt davor stehst, kommt natürlich der Typ nicht mehr an Zane. Das ist aber die Frage, wie die Reihenfolge ist. Und das gefällt mir gerade nicht so sehr. Aber wenn ich jetzt Florina da drüben hinstelle, kommt da auch nur ein einziger Typ hin. Ne? Das ist eigentlich an sich auch ganz in Ordnung. Weil dann mache ich das, glaube ich, sogar erstmal so. Doppeln würdest du so oder so nicht. Aber wie sieht es mit der Eisenlanze aus? Wirst du nicht gedoppelt, ne? Immerhin. Ja, das ist dann ganz okay für mich. Damit kann man leben. Angenommen, nur ein einziger kommt an Priscilla ran. Ihr habt eine Reichweite von 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn Priscilla jetzt hier steht und Raven 1 und runter, das müsste auch noch ganz gut gehen. Das machen wir, glaube ich, auch so. Weil dann müsste da relativ sicher zu mir rennen, denke ich mal. Ja, du hältst wirklich sehr viel aus, ne? Nämlich doch das Stahlschwert. Ist aber sehr nervig, muss man wirklich sagen. Ja, aber es ist besser, wenn Priscilla hier hinten, glaube ich, steht aktuell. Dann kriegt sie halt hier einen Angriff ab, aber das ist kein Thema. Damit komm mal klar. Nein, nicht retten, bitte. Wäre Matthew mit einem Stahlschwert eigentlich stark genug? Lass mal sehen. Weil die sind ja doch recht langsam, die Pegasus-Einheiten. Das wären nochmal 3 mehr. Und 13. Daraus machen wir dann 12. Sind 8 mal 2. Ist aber trotzdem besser. Du nimmst zumindest mal das Stahlschwert. Schadet auf jeden Fall nicht. Alright, da kommen sie jetzt gleich. Jetzt geht's los, Leute. Hast du ja so gedacht, ha? Das Schöne ist, dass die Brücke zumindest mal blockiert hier schon mal. Das ist ganz gut. Naja, da schleicht er sich auch schon durch. Ganz schön übel. Oh, das ist aber wiederum eine sehr glückliche Fügung. Das finde ich gut. Ja, klar.
Jetzt ist Ellie wohl erstmal dran und kriegt sein Fett weg von dem Typen. Ist auch nicht so schön. Ja, wir müssen echt vorsichtig sein. Da kommt einiges auf uns zu. Das ist eine schwere Mission an sich. Auf jeden Fall. Aua. Das tat ganz schön weh. Was soll das? Schön fies. Das geht doch nicht. Oh, jetzt blockierst du mir nur den Weg. Das ist auch schlecht. Weil wir müssen die Elysios-Peitsche uns krallen. Das ist ja wichtig. Genau, das war jetzt allerdings bewusst von mir so gemacht, ne? Dass wir da leichter durchkommen. Oh Gott, ey. Das ist wirklich, wirklich böse. Seht's euch an, Leute, ja? Das sieht nicht lustig aus, würde ich mal behaupten. Jetzt kommt der hier mit seinem Flux und geht nochmal auf Elliewood los. Wäre sehr schön, wenn du nicht treffen würdest. Je mehr ihr treffen, desto schlimmer wird das. Oh Gott. Jetzt würde Elliewood schon durch zwei Hits sterben, danke. Das ist unschön. Ihr seht's ja, es ist absolut hässlich, das Ganze hier. Szenarios. Eine Katastrophe. Eine Vollkatastrophe. Na, immerhin hier nochmal was daneben, das ist ganz okay. Ich würde es nur begrüßen, können wir vielleicht, danke, Markus, mal ein bisschen was abfangen lassen. Das ist sehr, sehr schön, dass das noch möglich ist hier. Der steht da ja nicht umsonst, meine Güte. Das ist nur euer Problem. Oh Gott, Leute. Wirklich, das gefällt mir nicht. Die Mission ist bockschwer. Aber so richtig, richtig derbe schwer. Ihr seht es ja selber. Da ist nichts zu machen gerade. Oh Gott. Das ist brutal, ey. Uff. Echt unschön, aber so richtig, richtig unschön. Wow. Alter Schwede, ne? Was willst du dagegen dann machen? Das ist schon krass. Das ist schon eine relativ große Steigerung, die urplötzlich kommt. Muss man mal sagen, ne? Also lustig, es sieht anders aus, wie gesagt. Oh Mann. Das sind echt zu viele, das gibt's nicht. Wir haben leider den einen Söldner vorher nicht direkt zerlegt. Das ist tatsächlich jetzt schon ein Problem, dass das passiert ist. Ein sehr großes Problem, ja. Ich kann da nichts tun gerade. Das ist... Ja, weil Elliewood tankt nicht mehr. Das kann ich knicken. Leider wurde er getroffen. Das ist sehr dumm. Wäre nicht getroffen worden, dann hätte ich es jetzt sein lassen. Ja, dich kann ich wenigstens mit Raven noch erledigen. Raven hat auch noch nichts abbekommen. Das ist alles ganz schön. Aber wie gesagt, das wird nicht gerade leicht. Immerhin kommt da später keiner dran, aber ich brauche diese Elysios-Peitsche, ist ja ganz wichtig. Entwicklungs-Items hier für Pegasus-Ritter. Die steht auch schon direkt neben ihm. Oh Gott. Vielleicht können wir noch jemanden nach oben locken, wenn jetzt Elliewood da weggeht. Ja, ich glaube, das könnte einigermaßen möglich sein. Aber Zane steht da auch noch rum und Zane ist enorm anfällig für magische Angriffe. Das ist in etwa das nächste Katastrophenszenario. Aber ich habe halt fast keine andere Wahl. Ich würde ganz gerne überleben, danke. Darf ich das? Oh, das Waffenlevel hat sich erhöht, cool. Wie sieht es denn aktuell aus? B, sehr schön. Ja, hier haben wir das nächste Problem. Das ist nämlich auch nicht gerade wenig Schaden insgesamt so. Das ist schon ganz lustig. Wie gesagt, jetzt geht's hier so richtig ab auf einmal. Immerhin kriegt Raven noch ordentlich Erfahrung, das ist ganz schön. Eigentlich kann Hector hier stehen bleiben, das ist ein sehr guter Punkt. Und Hector alleine müsste ganz gut zurechtkommen, ja. Es sind zwar fast nur Schwertkämpfer, aber Hector ist so defensiv inzwischen, dass es kein Problem mehr darstellt. Der müsste die Stellung tatsächlich ganz gut halten können. Alright. Wenn ich jetzt da weggehe, ne, dann geht sicherlich noch einer auf Elliewood los, was aber an sich nicht unbedingt so schlimm wäre. Und hier haben wir erstmal nicht so viel, was auf uns losgehen würde. Du bist am Doppeln, das ist ja exzellent, Zane, das ist ja großartig. Auf jeden Fall die Lanze auspacken. Ganz, ganz, ganz wichtig. Aber da oben kommen gleich Stahllanzentypen, ne? Von unten meine ich, nicht von oben. Und die kommen alle an Zane ran, das ist auch nicht gerade schön. Das sind jeweils 10 Damage. Das würde er nicht mal verkraften, ne? Kann ich mir eigentlich auch nicht leisten. Ja? Ich weiß, es ist ein bisschen absurd gerade. Es ist halt wirklich absurd. Irgendwie. Also es ist wirklich sehr hässlich gerade. Das Einzige, was ich tun kann, ist eigentlich Markus da vorstellen. Das geht. Das müsste gehen, ja, stimmt. Das kann man natürlich noch machen, das ist klar.
Kriegst du zwar erstmal ein bisschen was ab, aber ich habe keine andere Wahl. Dann muss ich Raven jetzt erstmal schützen an der Stelle hier. Oh, ausgezeichnet, ja. Ja, wir müssen so erstmal agieren. Das geht nicht anders. Warten wir auf Besserung. Der kommt jetzt da nicht durch, immerhin. An Säen kommen schon zu viele Leute eigentlich, weil ich würde die ja quasi direkt erledigen. Das dürfen wir nicht vergessen, ja. Das ist ein wichtiges Detail bei dem Ganzen, dass wir die sofort erledigen würden. An Elliewood kommt nur einer, ne? Aktuell. Du kommst da nicht mehr hoch. Da kommen also so zwei Leute durch. Aber dann würde Elliewood eventuell auch von zwei Leuten angegriffen werden. Das könnte schon wieder zu viel sein. Weil eine Stahllanze tut dem Typen auch verdammt weh. 9 Verteidigung, 18 Angriff. Also 10 sind es dann, weil der Waffendreiecks Vorteil hat. Gut, 16. Du hast jetzt 12 Geschwindigkeit. Du doppelst Elliewood. Oder wirst du runtergezogen? Okay, gerade so würdest du ihn nicht doppeln. Um einen Punkt. Das ist gut genug. Damit kann ich leben. Hector, halt die Stellung. Ich glaube, wir machen das jetzt erstmal so, oder? Ich muss da ihn auch nochmal kurz zurückziehen. Das geht nicht anders. Nee. Keine Chance sonst. Und wenn nur zwei Leute an Elliewood kommen, müssen wir ganz gut klarkommen, ja. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Also es würden nur zwei drankommen. Und das reicht erstmal. Auch auf Distanz geht da nichts mehr. Das ist vernünftig so. Ja. Gut. Dann viel Spaß mit Hector hier. Okay. Von mir aus. Ich denke, er hält die Stellung, wie gesagt. Jo. Das war mir schon klar. Oh! Okay. Hector, please. Du musst uns hier retten, ja? Ich sag's dir. Du bist die einzige Hoffnung, Hector. Neben Marcus. Marcus und Hector ist es immer so. Oh Gott, ey. Aber er hat gerade gecrittet, das gleicht ein bisschen was aus, könnte man sagen. Naja. Okay, Marcus muss irgendwann auch mal geheilt werden. Okay. Das ist schön. Wenn hier mal aufgeräumt wird. Ja, das begrüße ich. Uff, aber es kommt trotzdem so verdammt viel durch. Das ist so anstrengend, ne? Au! Das ist nicht mehr lustig hier. Oh Gott, seht ihr euch an. Ja, überall sind sie. Au! Okay, das ging da... Wow! Okay, soweit so gut. Es ging genug daneben, dass ich sehr zufrieden bin damit. Zwar auch von unserer Seite, aber ausgleichende Gerechtigkeit oder so. Okay, gerne. Sah gut aus. Au, Backe. Und dadurch war es eigentlich schon zu viel. Wow, absurd. Meine Güte, aber brauchst echt ein bisschen Glück hier am Anfang, das ist wirklich so. Das ist schon recht böse. Ja, das hier ist mir relativ egal. Ich meine, Hector steht da gut, das habe ich ja schon gemeint. Au, Backe, ey. Raven, das ist ein Giffershit. Ist trotzdem unschön gerade. Aber hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, irgendwie anders zu positionieren, wäre auch schwierig gewesen. Ha. Mir gefällt das trotzdem nicht. Aber im Endeffekt... Lass mal sehen. Panzerbrecher Myrmidonen. Okay, das geht noch. Das ist okay. Damit habe ich kein Problem. Wir können sogar einigermaßen am Pushen. Wenn es rein nach Tempo geht, war das schon ziemlich effektiv gerade. Da kann man nichts sagen. Wenn auch verdammt riskant, aber damit können wir die eventuell gewaltig abkürzen. Das ist gar nicht so schlecht. Weil wir eventuell jetzt einfach dann zum Boss durchrushen können. Sofern ich Marcus mal kurz Heilung gewähre. Hier drüben die Stellung einfach so halte, ja. Weil ihr kommt ja alle nicht durch. Da ist der Hector im Weg, ja. Der Hector, der macht das schon. Also im Prinzip... Ist das ziemlich gut gerade so? Interessant. Du kommst da nicht direkt durch, aber ist auch kein Problem. Das Hauptproblem seid tatsächlich ihr gerade. Bist du runtergezogen sehr? Oh! Elliewood kann auch mal ein bisschen was bewirken, das ist doch schön.
Gut, du bist fast tot, du kannst auch von Matthew erledigt werden. Und das geht sogar, ohne dass du weiterkommst. Das ist auch interessant. Nosferatu würdest du auf jeden Fall noch tanken zweimal. Das wäre kein Problem, ne? Hector sollte nicht von der Seite weichen. Könnte aber dich mit einem Stahl, mit einem Wurfbeil abfangen. Das geht natürlich genauso. Dann ist das auch geregelt. Jetzt lass mal sehen. Jetzt spielen wir doch das erstmal noch durch, das Szenario. Das ist auch echt verblüffend. Ich dachte eigentlich, dass ein Raven ein Ventil oben schaffen würde. Nicht unbedingt alles umhaut, aber okay. Das ist spannend. Jetzt kann er zumindest woanders noch ein bisschen ausrasten. Machen wir das mit dem Wurfball erstmal hier, weil das ist auf jeden Fall Pflicht, denke ich. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist schon wichtig. Dann ist das mal erledigt hier. Sehr schön. Das hier ist, denke ich, der nächste Pflichtmanöver. Es kommt ja gar keiner an dich ran, da das Fass dazwischen ist, ne? Das ist jetzt nur, weil deine Pegasus-Einheit draufsteht. Also sie ist auf jeden Fall komplett abgesichert. So die Frage, wie defensiv oder wie offensiv wir jetzt sind. Weil das ist tatsächlich ein Kapitel, wo man jetzt massiv Züge einsparen kann. Wenn das Risiko schon so groß war, dann kann man jetzt direkt nochmal eins drauflegen. Bisschen hochpokern, sage ich mal. Ganz, ganz ungünstig angeschwächt alle. Gerade so, dass sie danach abkratzen könnten, wenn es blöd läuft. Und der hat natürlich jetzt einen Punkt übrig. Und dieser eine Punkt ist tatsächlich heikel. Nur ein Tick entschärfter könnte die Situation sein. Dann wäre mir das alles ganz recht so. Aber ich denke immer noch, wenn jetzt niemand an Zane rankommt, ja. Und angenommen, Zane trifft nicht, dann ist der Weg ja wenigstens noch blockiert. Irgendwie. Ich habe eigentlich gar keine andere Wahl. Das ist das Einzige, was ich wirklich gerade vernünftig machen kann. Weil einen Pfeil tankst du natürlich schon noch. Das ist kein Problem für dich. Damit kommen wir schon zurecht. Aber die 84% müssen halt sitzen. Ne? Das ist auch nicht gerade lustig. Ich muss danach mit Marcus runterrennen und dich entsprechend schützen. Geht nicht anders. Alles andere ist nicht wirklich machbar. Also gut. Okay. Gut, dann ist der Weg soweit frei. Ja. Wen heile ich jetzt? Ist die Frage. Ich möchte jetzt der Raven eigentlich an sich erstmal schützen, so ein bisschen. Beziehungsweise ich stelle dann Marcus davor, genau, dann muss Marcus zwingend eigentlich alles abfangen für euch. Jo, hat Matthew eigentlich 100% gegen dich? 85 mal 2, wie? Ich mache das jetzt trotzdem, dass ich erst Priscilla hier einsetze. Ja, ich gehe jetzt mal super auf Nummer sicher. Oder? Er kann ja immer noch daneben hauen zweimal. Andererseits wäre das auch relativ egal, weil er kann dann tatsächlich nur noch Raven angreifen. Oder nochmal Matthew. Also das ist es dann doch mal wert, das Risiko. Ich jetzt ein Heilmittel mehr krall. Okay, na gut, von mir aus. Ja, mach das mal so. Würde ich den nicht doppeln, hätte ich es jetzt sein gelassen. Aber ich meine, so ist die Situation doch recht sicher insgesamt noch. Weil ich halt Matthew auch heilen kann, schlichtweg. Und ja, stimmt, es ist nur Matthew und Marcus im Weg. Also ist es im Prinzip in Ordnung. Selbst wenn er jetzt mit 2x85 dann daneben gehauen hätte, wäre es noch okay. Alright, alright, alright. Gut, dann heil nochmal nach. Danach haben wir sicherlich auch andere Ziele zu heilen. Ja, ich meine, der macht das schon. Es ist Hector. Ich vertraue Hector. Wenn es jemand kann, dann er. Gut, geht rum. Ach, das ist Langschwert, stimmt, aber es sind 8. Also im Prinzip auch relativ irrelevant. Doppelte Effektivität halt statt dreifache, man merkt es mal wieder. Und hier ist sogar Hector im ganz großen Vorteil, da ein Lanzenmeister hat der Typ. Auch ziemlich cool. Was kriegen wir denn hier noch raus? Hm? Stärke und Glück, okay, ja gut. Werde stark, Hector, werde stark.
Aber dann sind wir tatsächlich vom freien Finish, auch wenn es etwas unelegant gespielt war. Sind wir dafür, das ist halt immer das andere. Wenn du es schon mal so spielst, dann holst du halt dafür zumindest zugzeittechnisch teilweise enorm viel raus. Ja, das können wir jetzt dann auch richtig ausspielen tatsächlich. Oh, sieh mal einer an. Na, kommt auch nochmal eine kleine Überraschung. Aber ein paar Pegasus-Einheiten machen das Kraut auch nicht mehr fett, ne? Ja, also wir müssen nicht auf Überleben spielen, wir können jetzt gleich durchrushen. Oh, absolut, ja. Kein Problem. Das wurde deutlich dezimiert, meine Güte. Ist ja fast nichts mehr übrig, insgesamt so, ne? Wenn ich so darüber nachdenke, dass wir hier einfach die Stellung halten. Ja. Das kann jetzt sogar Elliewood, glaube ich, übernehmen dann. Das sieht gar nicht so schlecht aus für ihn. Weil sehr krass austeilen können diese Einheiten ja in der Regel nicht hier. Die Söldner und Myrmidonen sind zwar schnell, aber... Achso, du hast einen Panzerbrecher, schnell. Kannst du dir auch sparen. Also, im Prinzip... Das ist erstmal Chi-Chi soweit, würde ich sagen. Da sollte uns keine große Überraschung erstmal noch erwarten. Der Anfang ist das Heftigste. Erfordert aber teilweise auch etwas Glück. Also, jetzt wirklich nur noch auf Markus und stellst ihn rein und alles andere einfach ganz hinten. Das geht natürlich auch, ja. Das ist wahrscheinlich die sicherste Methode. Also ziemlich der Einzige, der halt wirklich ein Mixed-Tank ist, der halt beides gut verkraftet, magische Angriffe und physische. Tatsächlich... Geht das wahrscheinlich ohne Probleme. So insane ist der Markus halt. Aber gut, Leute. Genug für heute. Ist schon eine ganze Menge wieder. Aber ja, ihr seht's ja, ne? Eine knifflige Mission. Aber jetzt ist er deutlich entschärft als das andere. Nutzen wir die Zeit, die wir gewonnen haben. Und ich würde wirklich sagen, wir pushen dann total nach unten. Also richtig aggressiv mit Markus. Und ich nehme Matthew im Schlepptau mit. Der soll einfach von Soldam... den Zauber klauen und gut ist. Dann kommen wir hier durch auf die eleganteste Art, weil wir dann den Leitstern uns holen und den Boss besiegen und dadurch sogar Runden einsparen, was phänomenal gut ist, da wir auf unseren Turn-Count achten müssen, ne? Wenn der nur 5 ist, dann kann ich natürlich einiges auch sicher spielen. Also sicherer als sonst. Das ist immer das Dumme an einem, ja, Rankings. Also, nicht alles ist klug, aber es liegt im Prinzip nur daran, dass die halt in Hector-Mode verschlafen haben und es halt null Zügebedingungen gibt und du dadurch halt mal teilweise massive Ausgleiche schaffen musst, indem du irgendwann wo absurd viele Züge einsparst, was halt eigentlich nicht unbedingt so tatsächlich gewollt war von den eigentlichen Map-Erstellern, weil das ja klar ist, ne? Das kann ja nicht so sein. Das ist schade, weil an sich, wenn die Turncounts von Hector-Mode gefixt, dann... Ja, ich mag ja die Rankings an sich schon, aber das ist tatsächlich manchmal nervig. In Elliewood funktioniert das nämlich besser. In Elliewood ist es halt großzügiger, ne? Weil da hast du ja überall ein vernünftiges Turn-Count-Limit. Da gibt's ja nicht diese Nuller-Dinger, die dann den kompletten Rank runterziehen, massiv. Das gibt's ja in Elliewood-Mode eben nicht. Das gibt's nur in Hector-Mode. Und deswegen ist das sehr nervig, teilweise. Also manche Experten ja tatsächlich von No-Fun-Mode und so sprechen. Das habe ich ja schon mal gemeint, ne? Ich kann's inzwischen echt ein bisschen verstehen, weil... Teilweise wirst du ein bisschen dafür nur belohnt, wenn du tatsächlich etwas untaktischer vorgehst. Und das mag ich tatsächlich nicht so gerne. Weil du musst halt auf deinen Turncount achten. Da kannst du in Hector-Mode halt fast nur noch teilweise durch solche Methoden dann durchkommen. Das finde ich etwas traurig tatsächlich. In Elliewood kannst du das ein bisschen anders machen in seinem Modus. Also, es hat auch seine Nachteile, aber ich werde darauf eingehen irgendwann mal im Fazit oder so zum Spiel, weil das kommt erst noch sehr viel später. Aber es bedarf auch mal einer Ansprache, weil ich meine, in Fates und so spiele ich ja auch übervorsichtig im Normalfall eher, ne? Und push genau im richtigen Moment etc. Und das funktioniert natürlich wunderbar. Aber bei den Rankings haben sie sich teilweise auch ein bisschen ins eigene Bein geschossen, muss man wirklich sagen. Stellenweise, ne? Aber gut, wie auch immer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part.